27,90. Ja, was sagt das für dich? Ja, Wahnsinn, was der Matthias gemacht hat. Aber jetzt haben alle Damen und Herren, die daheim zuschauen, Zeit, sich einen Kaffee zu holen, einen Kakao zu machen. Ich rutsche jetzt einmal los und hoffe, dass ich 1,5 Minuten später als der Matthias ankomme. Warte, du musst doch warten, bis das Starttor hier fixiert ist. Uiuiui, also ob er noch weiter unser ORF-Sportkollege sein wird, das werden wir schon nachher dann besprechen, gell, lieber Andreas, wenn du nicht einmal weißt, dass der Statue zu sein muss. 1,5 Minuten, meine Damen und Herren, in der Sendeleitung würde man sagen, dann die nachfolgenden Sendungen können sich um Stunden verschieben. Es ist eine Aufnahme, die Sie in Realgeschwindigkeit sehen, meine Damen und Herren, das ist keine Zeitlupe. Das ist Andreas O'Neill, einer unserer erfolgreichsten Paraschwimmer, Olympia-Vierter in London 2012 über seine Paradedisziplin 100 Meter Brust. Aber jetzt heißt es ein bisschen Gas geben, Andi, denn es sind nur noch etwas mehr als über 10 Sekunden, die du jetzt brauchen darfst. Es sind noch 3 Tore für Andreas O'Neill im Duell der erfolgreichen Parasportler. Andi, sieht er da vielleicht einen Monitor? Das ist ja ganz knapp 750. Nein, das sind 1,88. Aber Platz 4 im Moment. Er hat es fast geschafft. Aber er ist natürlich einer der großen Gewinner des heutigen Abends.